crasht bald die Immobilienblase. Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo wir uns einmal den Immobilienmarkt im Detail ansehen. Einfach deswegen, weil wir alle wissen, der Immobilienmarkt präsentiert oder es ist momentan das Damoklesschwert, das über der Wirtschaft hängt und es hängt an verdammt dünnen Haar. Die große Problematik ist, was passiert, wenn der Immobilienmarkt anfängt zu bröckeln? Er bröckelt langsam. Welchen Einfluss wird das auf die Wirtschaft? Natürlich die Immobilien und die Aktienmärkte haben. Es ist ganz entscheidend, diese Themen zu studieren. Einfach deswegen, weil wer das System versteht, wer einordnen kann, wo wir uns gerade befinden, der wird weniger Fehler machen, die sich dann in schlechten finanziellen Entscheidungen manifestieren, die dann Geld kosten. Momentan ist die Zeit, kein Geld zu verlieren. Und deswegen ist es wichtig, sich den Immobilienmarkt anzusehen. Also erstmal vielleicht, warum ging es so ab am Immobilienmarkt? Ich würde sagen, das sind drei Gründe gewesen. Einmal die Demografie. Das bedeutet, die Babyboomer haben, und das ist eine wirklich interessante und wichtige Statistik, sich das für den Immobilienmarkt reinzuziehen. Die Demografie ist am Immobilienmarkt entscheidend. Die Babyboomer, geburtenstarken Jahrgänge, haben alle Wohnraum gehabt, gebraucht und für sich und für ihre Kinder Wohnraum geschaffen. Und was ist dann passiert? Kinder ziehen langsam aus dem Haus aus und wenn sich die Babyboomer, also die Eltern, das leisten konnten, leben sie meistens noch im Haus, wo sie ihre Kinder großgezogen haben. Das bedeutet, die Babyboomer sind geburtenstarke Jahrgänge, sind viele Menschen und blockieren den Wohnraum, der für ihre Kinder war. Die ganzen Kinderzimmer stehen leer und zusätzlich fragen die Kinder momentan, und das ist das, was die Nachfrage in den letzten Jahren so brutal getrieben hat, fragen die Kinder Wohnraum nach. Dieser Wohnraum wird momentan geschaffen. Die entscheidende Frage wird natürlich sein, was passiert, wenn die Babyboomer langsam sterben in den nächsten 10 Jahren und dann ein Überangebot da ist. Dann zusätzlich wurde diese demografische Situation von Niedrigzinsen innerhalb der letzten Jahre angefeuert und durch das Gelddrucken. Das bedeutet, dadurch, dass der Zins immer gestiegen ist, wurden auch höhere Preise für Immobilien auf einmal möglich. Das bedeutet, die Immobilie kostet jetzt vielleicht 1 Million, aber weil die Zinsen so niedrig sind und die Miete hoch, konnte man es immer noch abbezahlen. Und wir haben einen Hype, deswegen hier das Bild des Immocation Podcasts. Es sind Kanäle über Immobilieninvestments, ähnlich wie mit Kryptowährungen, aus dem Nichts herausgesprossen. Einer nach dem anderen, wo man den Leuten erzählt, wie man sogar 110% Finanzierungen machen kann. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Leute haben, ohne dass sie überhaupt irgendein Eigenkapital haben, nur weil sie irgendeinen vertragliches Verhältnis vorweisen konnten, von der Bank eine Immobilie mit inklusive Nebenkosten finanziert bekommen, zu einem wahnsinnig hohen Preis, weil die Zinsen so niedrig waren. Und jetzt haben wir aber das Reversal. Das bedeutet, wir haben die stärksten Zinserhebungen seit den 80er Jahren. Das bedeutet, absolut sind die Zinsen nicht so hoch, aber dieser relative Schwung von 0 auf jetzt hat fast 4%, das ist die schnellste Zinsanhebung seit den 80er Jahren. Wir haben eine Verdopplung der Hypothekenzinsen. Das, was man in Amerika für eine Hypothek bezahlen muss, die Zinskosten haben sich verdoppelt. Das muss man sich einmal, also die Zinsen haben sich verdoppelt, die Zinskosten haben sich dann nochmal viel stärker entwickelt. Und wir haben schrumpfende Wohnbauinvestitionen. Wie sich diese Investitionen auf die Wirtschaft überlagern werden, sehen wir jetzt in den folgenden Slides. Hier einmal, die fetten Jahre sind vorbei, dass man sich wirklich einmal genauer vorstellen kann, was das bedeutet, was wir damals hatten, sehen wir hier Immobilienpreise und das verfügbare Einkommen. Also was die Leute an Geld zur Verfügung haben. Und wir sehen eine wahnsinnig starke Entkopplung von dem, was den Menschen an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht und dem, wie sich die Immobilienpreise entwickelt haben, nämlich aufgrund dieser Punkte, die ich vorher angesprochen habe. Es war nicht genug Angebot da aufgrund der Demografie. Die Nachfrage war über dem Angebot. Wir hatten niedrige Zinsen, wir hatten Quantitative Easing und wir hatten einen brutalen Hype, wo jeder sich auf einmal durchs Immobilieninvestment als Unternehmer fühlen hat können und so die Nachfrage weiter antreiben können. Jetzt ist aber das große Problem, dass wir ein
wahnsinnig starkes Komposium aus drei Teilen haben, wo Bremseffekte aufwirken, die wir uns jetzt genauer anschauen. Also wir haben einmal Bremseffekte auf das Wirtschaftswachstum, dann haben wir das Problem, dass Unternehmen zunehmend unter den höheren Finanzierungskosten leiden und wir haben Risiken für das Finanzsystem, also für die Stabilität des Finanzsystems. Also wir sehen hier einmal zuerst, wir haben rücklaufende Investitionen und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen hier den Wohnungsmarktindex und wir sehen, dass der Wohnungsmarktindex vorgeht und die Investitionen dem folgen. Das bedeutet, der Wohnungsmarktindex ist sehr stark eingebrochen. Die Investitionen werden eben auch sehr stark einbrechen und hier sehen wir, wie die Hypothekenzinsen hoch sind und dementsprechend der Wohnungsmarktindex nach unten gegangen ist. Das bedeutet, wir haben hier zunehmend Druck. Es gibt immer weniger Leute, die momentan im Wohnungsbausektor noch investieren wollen. Dann natürlich, der Zins bestimmt den Markt. Ganz wichtig, wir sehen hier die Hypothekenkreditanträge, also Leute, die eine Hypothek aufnehmen wollen, brutal eingebrochen. Das bedeutet natürlich auch, dass weniger gebaut wird. Das bedeutet natürlich auch, dass jetzt einfach mal die Nachfrage wegbricht. Was bei Immobilien ganz wichtig ist, das ist der Unterschied zu Aktien oder zu Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen hast du 24/7 einen Preis. Bei Aktien hast du immer, wenn die Börsen offen sind, einen Preis und bei Immobilien hast du fast nie einen Preis. Du schaust bei Aktien rein, wie viel ist mein Portfolio wert. Du kannst bei Immobilien nicht nachschauen, wie viel dein Portfolio wert ist. Und was bei Immobilien immer passiert, wenn die Nachfrage da ist, steigen die Preise, bis einfach irgendwann nichts mehr passiert, weil niemand mehr kaufen will. Und wenn nichts mehr passiert, dann hängt dieser Immobilienmarkt einfach und es passiert nichts, bis irgendwann die Leute verkaufen müssen. Weil warum sollte jetzt jemand unter dem, was er denkt, dass der Wert ist, verkaufen? Deswegen verkauft einfach niemand, dann passiert einfach nichts. Man sieht es, die Stellen, also die Immobilienstellenbeschreibungen bleiben einfach viel länger im Markt und niemand kauft, bis irgendwann der Markt einbricht. Und das ist die große Gefahr. Wir sehen hier auch die Wohnbauinvestitionen, wie sie der inversen, wie sie den inversen Zinsen, also die Zinsen invers dargestellt, deswegen fallen sie, folgen und es wird weniger investiert. Dann Industrie am Abgrund, Fragezeichen. Wir sehen nämlich hier auch die Beschäftigten. Baugewerbe folgt ebenso den Wohnbauinvestitionen und wir sehen einfach hier über das gesamte Bild eine starke Abkühlung am Immobilienmarkt. Und das ist das große Problem. Die Zinsen fressen sich langsam ins System. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Zinsen werden erhöht. Sie wurden so schnell erhöht wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Und jetzt hat man das große Problem, dass das Zeit dauert. Das hat die Fed, Jerome hat das auch letztens einmal kurz erwähnt, dass die sich dem bewusst sind, dass wenn du Zinsen erhöhst, es einfach 9 oder 6 bis 12 Monate dauert, bis sich diese Zinserhöhungen in den Markt, also in das tatsächliche Geschehen, in die Realwirtschaft eingepreist, wirklich eingefressen haben. Und dann sieht man leider erst die Effekte dieser Zinserhöhungen. Und das große Problem ist eben eine rückläufige Kapitalgüternachfrage. Wir sehen auch hier, wenn wir uns einmal die realwirtschaftlichen Daten ansehen, dann sehen wir bisher nur eine moderate Abkühlung. Also wir sehen hier, dass die Unternehmensinvestitionen in Q3 noch immer positiv waren. Also sie hatten 3,2% Zuwachs. Okay, mit einem verglichen mit einem Plus von 2021 von 12%. Man sieht die Abkühlung, aber sie sind immer noch positiv. Das ist das Entscheidende. Die höheren Zinsen brauchen eine Zeit, um in der Wirtschaft anzukommen. Und dann werden sie erst den brutalen Schaden in der Wirtschaft anrichten. Und deswegen sieht man eben jetzt, der Aktienmarkt preist das alles ein. Deswegen siehst du die ganzen Immobilienaktien in der Immobilienbranche, in der Baubranche, die sind alle bereits ganz stark eingebrochen, weil die Aktionäre eben das Wissen, die Zukunft betrachten, das diskontieren, das auf den Jetzt-Moment einpreisen, aber die wirtschaftlichen Daten werden erst noch schlecht werden und dann kommt eben die Rezession und das ist ganz, ganz wichtig. Und die große Gefahr sind hier eben die Ausfälle, denn in den USA haben wir 15% der Immobilien, die variabel verzinst sind, das bedeutet, die nicht eine Festpreis
Preisbindung auf 5, 10, 15 oder 20 Jahre haben, sondern die variable Zinskosten haben. Das bedeutet, da kriegen 15% der Leute ein Problem, wenn auf einmal jetzt die Zinsen über mehr als doppelt so hoch sind. Aber in Schweden und Australien zum Beispiel sind es in Schweden 50 und in Australien 60% der Leute, die variable Zinsen haben. Und weil das eben in Australien und in Schweden gängig ist, sieht man auch schon bei den Notenbanken, die australische Notenbank hat auch schon angekündigt, die machen jetzt erst einmal nur 0,25% Zinserhöhung, weil sie einfach ganz genau wissen, dieser Immobilienmarkt ist eine Riesengefahr. Wir sehen, wir haben bisher noch keine Ausfälle, aber mal schauen, ob das weiterhin so bleibt. Hier auch eine wichtige und interessante Grafik. Wir sehen hier die Verschuldung und wir sehen die privaten Haushalte, waren natürlich 2007, 2008, mega verschuldet, haben seitdem eine Entschuldung betrieben. Aber die Unternehmen sind jetzt halt ganz stark verschuldet, sind das große Problem. Und wir sehen auch hier, dass die Ausfallrate der High-Yield-Unternehmensanleihen nochmal eben hier den US Financing Conditions nachlaufen. Und das ist auch wieder wichtig, denn die sind bereits gefallen. Und wenn dann die ganzen Unternehmensausfälle kommen, werden wir wieder große Probleme bekommen. So, wie geht es jetzt weiter? Generell, die Fed ist erst einmal natürlich ein wenig positiv. Das muss sie auch. Sie muss hier rechtfertigen, was sie tut. Sie weiß aber auch ganz genau, und alle Marktteilnehmer wissen ganz genau, was für einen Schock diese Zinserhöhungen auf dieses System, was auf billigem Geld ausgebaut worden ist. Deswegen hatte man immer die niedrigen Zinsen, deswegen hatte man Quantitative Easing, um dieses System zu stützen. Was jetzt halt wirklich an Folgen kommen, dadurch, dass man die Zinsen brutal angehoben hat, diesen brutalen Schock durch die Wirtschaft jagt, werden wir erst innerhalb der nächsten Monate sehen. Das bedeutet, die Finanzmarktrisiken werden zunehmen. Wir werden zunehmende enttäuschende Konjunktur- und Wachstumszahlen sehen, eben die Rezession. Und dann werden voraussichtlich die Leitzinsen erst einmal nicht weiter angehoben, weil sich die Fed das nicht leisten kann. Das bedeutet, sie wird vermutlich erst einmal pausieren, zunehmend auch, weil die Inflation weiter runtergeht. Und dann ist das Allerwichtigste der Arbeitsmarkt. Man muss den Fokus auf den Arbeitsmarkt haben, denn wenn der Arbeitsmarkt weiter stabil bleibt, muss die Fed nicht die Zinsen senken. Wenn der Arbeitsmarkt dreht und wir auf einmal immer mehr Arbeitslose sehen, wir haben auch schon Frühindikatoren, die auf einen schwächenden, einen nicht so starken Arbeitsmarkt hin zeigen, dann gibt es eventuell auch Zinssenkungen. Aber das sind die zwei entscheidenden Faktoren, einmal der Immobilienmarkt und einmal der Arbeitsmarkt. Die muss man sich ansehen, um zu überlegen, was die Fed macht, weil wir alle wissen, die Never fight the Fed. Die Handlung der Fed wird ausschlaggebend für die Aktienmärkte sein. In dieser Hinsicht, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr bei diesem Immobilienhype partizipiert? Habt ihr kleine Immobilien, wie sagt man so schöne, kleine hässliche Löcher, gekauft? Seid ihr interessiert, im Immobilienmarkt einzusteigen, wenn jetzt mal die Preise ordentlich fallen? Sie sollten eigentlich jetzt halt aufgrund der höheren Zinsen irgendwann einmal fallen. Wollt ihr dann einsteigen? Bei mir ist es zum Beispiel persönlich so, ich habe bei Immobilien bisher nicht mitgemacht, weil das alles für mich ein wenig irrational und zu übertrieben war. Aber wenn jetzt die Preise richtig nach unten kommen, bin ich auch am Überlegen, ob ich vielleicht in Immobilien einsteige. Aber das große Problem ist für mich in Deutschland die Demografie. Ich weiß einfach, wenn die Babyboomer sterben, dann ist auf einmal ein absolutes Überangebot, weil der ganze Wohnraum bereits geschaffen worden ist, ist das Überangebot da. Dann ist die große Frage, ob das zum Beispiel mit Migration oder auch Binnenmigration innerhalb von Europa, alle wollen nach Deutschland, ob das ausgeglichen wird, das ist die entscheidende Frage. Wie seht ihr den Immobilienmarkt? Mich interessiert eure Meinung und wir sehen uns beim nächsten Video.